Ja, ich mag Ente süß sauer, keine Kamikaze-Ente. Ente süß sauer, beste, mit Reis. Hallo, wir so im Partnerlook, ne? Mhm. Wir haben eben schon versucht reinzukommen, wieder über Trick 17, über die Presse-Dings. Aber da war irgendwie, was war da für einer? So ein Milchbubi. So ein Milchbubi, der hat uns daran gehindert. Aber in 5 Minuten ist auch für uns Einlass. Und dann werden wir da einfach reinschneiden, ne? Und dann würde ich sagen, geht's schon los. Wie in jedem Jahr gehen wir natürlich direkt zum World of Tanks Stand, weil wir lieben World of Tanks. Also guck ich mal da rum, den fetten Panzer an. Ich würde sagen, wir stellen uns einfach direkt an. Was ist da? Porsche. Ja, Porsche ist langweilig. Das ist ein Mädchenauto. Nein. Doch, Porsche. Wer fährt denn Porsche? Ich in GTA. Du in GTA? Ja, du bist da auch irgendwie. Was sagt das über dich aus, wenn du Porsche fährst? Dass ich Geld habe. Dass du ein Mädchen bist? Ungefähr noch eine Sache. Na, ich weiß nicht. So, wir waren jetzt schon bei World of Tanks einmal. Dauert irgendwie eine Ewigkeit dort. Also irgendwie diesmal, ja, dauert Ewigkeit. Was machen? Was denn? Overwatch! Overwatch! Ja, wir gehen jetzt mal kurz zur Overwatch. Also ich glaube, der Toni geht da. Ah ne, ist ab 16, ne? Ja. Ha, Arschkarte. Fuck. Was? Was? Was hast du gesagt? Mist. Ja, scheiße. Das ist ab 16, kann der Toni gar nicht spielen. Junkrat. Meinst du, die glauben dir, dass du 16 bist? 14, aber 16 glaube ich nicht. Yeah, Alter. Root, Tracer, Widowmaker und Junkrat. Wie krass sehen die das denn aus? Das ist Tracer, das ist Widowmaker und das ist Junkrat. Und die hat eine Dings. Keine Hose an, ja, das sehe ich. Keine Unterhose hat die an. Was ist mit dem seine Haare brennen? Ja, das ist der Feuerexperte. Das ist aus Müll gebaut. Aus Müll? Ja, und der schießt tickende Zeitbomben. Tickende Zeitbomben. Alter, als ob da so viele sitzen. Ne? Da ist bestimmt voll der Hype drum. Battlefront 2 ist bestimmt auch wieder so ein Hype, so übertrieben. Und dann wird das so richtig schlecht einfach wieder. Ich schwöre dir, das wird richtig mies. Die hatten gar keinen Kamikaze-Händen-Controller. Was sagen Sie dazu? Skandalös. Skandal! Ich bin mal gespannt, ob der überhaupt den Ton so gut rausfiltert. Aber ich glaube schon, das Mikro ist richtig Porno. Was ist das Mikro? Porno. Boah, Alter. Was habe ich für ein Kind großgezogen? Leute, ich finde das so peinlich, dass die Bundeswehr immer hier am Start ist. So von wegen, die Leute spielen Call of Duty, dann wollen die bestimmt auch in den Krieg ziehen. Ja, alles klar.
Es ist einfach so unpassend. So, und dann wird darüber diskutiert, dass die Leute, die Killerspiele spielen und so, irgendwie Amok laufen, das sind ja schuld. Dabei ist das die Bundeswehr, die hat selber solche Spiele und trainiert die Leute so. Da war ein richtig schicker Schlüsselbund, die Camouflage, voll geil eigentlich, aber da stand Bundeswehr drauf. Nein, danke. Bundeswehr einfach. Ja, die neuen SCUF-Controller. 5 Euro hier auf der Gamescom. Oh Mann, schlecht, oder? Ja. Ist das schlecht oder ist das schlecht? Super schlecht. 5 Euro Controller. Ich stelle mir so richtig vor, wie die. Ja, wie irgendwelche Kinder sind mit einem 5 Euro Controller zocken. So, die lenken nach links, eine halbe Stunde später läuft er nach links. Einfach. Controller geht voll super. Oh. Es ist halt so, als wenn Michael Schumacher mit einem Trabi fahren würde. So, da spar mal ein bisschen Geld, ich fahr mal mit einem Trabi. Die Energie-Sachen an. Da wollte ich hin. Letztes Mal waren sie da, jetzt sind sie da. Ich will zu Overwatch. Wir wollen wir die? Da und da ist Overwatch. Da und da? Ja. Ich will ja. Sehr gut. Ah, er hat geschrieben, er ist nicht. Was hab ich gemacht? Nee, Ernie hat mir bei Twitter geschrieben, er sieht mich. Er stalkt mich, aber das war's. Hör mal, willst du mir einen Einspieler machen für meinen Blog? Ich mag Ente sind sauer, keine Kamikaze-Ente. Ente sind sauer, beste. Mit Reis. Scheiße. Aber wir sitzen schon eine Stunde hier. Fuck, wo? Kamera, mach doch mal. Warte mal. Selber ist es. Ja, links. Das ist mein Job. Gajo. Alles klar. Nur die Ente ist Kamikaze, Leute. Merkt euch das, Alter. Merkt euch das. Alles klar? Hey. Ja, das war heute ein Mini-Mini-Vlog von der Gamescom. Der ist heute nur so kurz geworden, weil ja, heute war stressig und ja, morgen wird stressiger und dass ich heute Abend halt noch den Vlog schneide, das ist halt dann schon Stress und ich lade den ja auch noch heute hoch und alles und deswegen ein richtiger Gamescom-Vlog, der auch viel umfangreicher ist, der kommt dann am 1., 2., 3., also der kommt relativ spät, wenn die Gamescom dann schon lange um ist. Und der wird dann aber richtig ausführlich, der wird bestimmt so eine halbe Stunde oder 45 Minuten, wer Bock hat, sich das reinzuziehen. Also da gibt es dann einfach verschiedene Sachen. Und naja, auf jeden Fall am 1., 2., 3. kommt dann der richtige große Vlog, ausführlich über die Gamescom. Wie fandst du's? Gut. Ja, ne? War eigentlich ganz nett, auch wenn wir wirklich nur an World of Tanks stand sind, wie immer. Haben wir bekommen, haben viele YouTuber und so gesehen. Ja, wir haben nur bei World of Tanks was bekommen. Ja, oder? So wie jedes Jahr. Also wir haben echt gar nichts anderes diesmal. Wir haben noch nicht mal irgendwie, wo wir die Figuren bekommen haben letztens. Wir haben uns noch nicht angestellt. Ja, sowas gab es doch diesmal nicht, oder? Doch, Legacy of Discord. Hab ich dir auch gesagt, dass es da gibt. Bist du dumm? Warum hast du nichts gesagt? Ich sag immer, du gehst einfach weiter. Ja, musst du mir öfter sagen. Scheiße. Ich hab dir das zweimal gesagt. Dann gab es da wieder so heftige Sachen zu gewinnen. Weiß ich, das war voll der heftige Stand, aber... Hey, du bist so ein Noob. Noob oder Rekrut? Ja. Ja, es ist scheiße. Also okay, das ist dumm gelaufen. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Also, ciao.